Aufnehmen. Pause. Taste. Hallo und hier ist das Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 78. Es ist kurz vor fünf, also ja, kurz nach halb fünf oder kurz vor fünf, wie man es will. Mia sagt erstmal guten Morgen Mia. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen Mia. Ja, ich möchte mich nochmal wirklich für die Audiobeiträge bedanken bei Franzi. Das war wirklich super. Die beiden Audiobeiträge haben mir sehr gut gefallen. Das ist genau das, was dieser Podcast braucht. Ja, jetzt haben wir schon Maries Audiobeitrag. Wir haben Franzis Audiobeiträge. Ja, und ich freue mich immer, wenn mehr kommt. Ja, das ist schon mal das Erste, was ich sagen möchte. Dann gibt es eine erfreuliche Nachricht, der Apfelkuchen-Podcast von Aaron Christopher Hoffmann, den gibt es jetzt auf YouTube. Ja, es gibt jetzt also auch einen YouTube-Kanal, der Apfelkuchen-Podcast heißt. Und ja, habe ich mich sehr gefreut gestern, dass es das jetzt auch als YouTube-Kanal gibt. Also wer den abonnieren möchte, kann es gerne tun, auf jeden Fall. Ja, ist wirklich ein super Podcast. Also wer sich mit Voice-Over und Windows und allem möglichen beschäftigt, als Sehbehinderter oder Linda, für den ist der Apfelkuchen-Podcast genau das Richtige. Jetzt auch bei YouTube von Aaron Christopher Hoffmann. Ja, wirklich super. Ja, das war wirklich gestern eine schöne Nachricht. Ja, und wie es hier weitergeht, werden wir sehen. Jetzt mache ich mir erstmal einen Cappuccino mit der Senseo. Ich klappe mal mein Handy dichte zu. Ja, ich nehme mal wieder mit der Reporter App auf. Reporter App. Ja. Und möchte mich auch nochmal bei allen Hörern bedanken, die den Podcast so fleißig verfolgen. Ja. Zum einen wäre da Flo. Ich finde es echt toll, dass du so ein treuer Hörer bist und wirklich jede Folge hörst. Das finde ich wirklich super. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ja, DJ Gizmo, auch an die, auch, ja, danke, dass du auch meinen Podcast hörst. Aaron, auch super, dass du den Podcast hörst. Franzi, ja, Marie, Manuela und all die anderen, die diesen Podcast verfolgen. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute den hören. So. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass das so weitergeht. Und ja. So macht das Podcasten wirklich Spaß. Ja. So. Ich werde jetzt einen Cappuccino machen. Ich lege den Cappuccino-Pad hier rein. So, dann lassen wir mal das Ding laufen. Er läuft. Also der Cappuccino. Ja. Sehr schön, sehr schön. Immer weiter, etwas weiter, etwas weiter. Ja. Ah, nee. Ja. Genau. Das war's schon. Genau. Einen Cappuccino. So. Ja. Jetzt tun wir den Pad natürlich weg. Wir brauchen den Pad natürlich nicht mehr. Sehr schön. Wir kippen natürlich auch das weiter weg. Ja. Ja, der Sonntag war wirklich schön. Zum einen die Audiobeiträge, zum anderen Apfelkuchen jetzt als YouTube-Kanal. Zwei
wunderschöne Meldungen, wie ich finde. Ja, und mal gucken, was als nächstes so passiert. Da können wir gespannt sein. Ich bin ja immer offen für was Neues und ja, bin gespannt, was ihr mir noch so für Audiobeiträge schickt. Jetzt erstmal Richtung Wohnzimmer mit dem iPhone, mit dem Kaffee und mit natürlich der Reporter-App von Rode. Gut, dann wollen wir mal uns so langsam dorthin begeben. So, da ist der Fisch und die Couch. Sehr schön. Das Handy auf dem Tisch. Ja, wir legen das Handy natürlich auf den Tisch. So, da wären wir. Wir berühren. Ich krieg auch schon Gesellschaft hier. Ja, Mieze, ne? Ja. Jo, Mietzi. So. Ja, auf einen schönen Wochenstart, würde ich mal behaupten. Ja, das ist die Stille des Montagmorgen. Ich denke mal, es wird heute ein wunderbarer Tag. Mal gucken, was auf Arbeit heute wieder passiert. Ich bin gespannt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich so auch in der Podcast-Landschaft so tut. Ja. Also ich muss also wirklich sagen, dass die Reporter-App, Franzi hat ja auch den letzten Podcast mit der Reporter-App aufgenommen. Und ich muss immer wieder sagen, dass die Reporter-App wirklich sehr schön ist. Erstmal, sie klingt wirklich gut. Es ist gleich in MP3. Ja. Und man braucht nichts anderes. Ja, und das ist wirklich eine schöne Sache. Und ja, das freut mich auf jeden Fall, dass die App wirklich, ich bin ja mal gespannt, ob die App nochmal aktualisiert wird, ob es vielleicht nochmal die eine oder andere Funktion dazu gibt. Ja. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Reporter-App. Also ihr merkt ja, dass ich jetzt viel öfter mit der Reporter-App aufnehme. Ja, und ich denke mal, das wird auch so die Hauptaufnahme, das Hauptaufnahme-Equipment sein. Natürlich werde ich ab und zu mal noch einen Olympus nehmen oder um euch wieder mal einen Klangunterschied zu geben, ne, dass es nicht immer gleich klingt. Aber im Vordergrund wird, denke ich mal, die Reporter-App stehen, weil es natürlich wirklich am einfachsten ist. Die Aufnahme ist gleich in MP3, 320 mache ich. Und ja, ist wirklich eine schöne Sache.
Ja, neben mir ist Mieze gerade. Mieze. Mein Kater, der hat sich wieder hingelegt. Mia ist in ihrem Körbchen. Ja, wirklich ein schöner Morgen und oh, ich bin ausgeschlafen. Und ja, ich werde natürlich gucken, dass ich immer morgens meinen Podcast mache. Ob ich es immer mache, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, morgens und nachts finde ich einfach die bessere Stimmung. Also ich habe jetzt auch ein paar Podcasts schon am Tage gemacht. Aber irgendwie finde ich diese leise Stimmung, also dieses, dass man, wenn man ein bisschen leiser spricht, ein bisschen besonderer spricht, und das ergibt diesen Podcast einfach auch so eine gewisse Stimmung, finde ich. Ja, und ja, dadurch wirkt man, oder dadurch wirke ich natürlich etwas besonderer und ruhiger, und ja, irgendwie liegt mir der Morgen und die Nacht wirklich am besten. Also da macht es mir irgendwie am meisten Spaß, Podcasts zu machen. Ja. Natürlich könnte man am Tage lauter sprechen und könnte man natürlich auch ganz anders was machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sowieso zu Hause ist und sowieso nicht groß Geräuschkulisse hat, dann kann man ja auch nachts seinen Podcast machen. Ja, das ist. Oder so jetzt am frühen Morgen. Ja, ich werde mal zwischendurch die Zeit ein bisschen im Auge behalten, damit ich den natürlich noch. 4:54 Uhr. Ja, wir haben es jetzt 5. Ich würde sagen, ich lade den jetzt hoch, damit ich ihn mir auch selber noch einmal anhören kann. Ja, Überschrift. ich wünsche euch eine wunderbare Woche, aber ich werde ja im Laufe der Zeit nochmal Podcasts raushauen. Ja, Grüße an alle Hörer nochmal und ein Dankeschön, und ja, auch an die zukünftigen Hörer und Abonnenten. Und ja, dann hört man sich zur Folge 79. Auflegen, Taste. Bis Drei. dann. Pause, Taste.